Ariana Grandes Baby. Was bedeutet es in unserem Leben? Wir lesen Titel, wir lesen Überschriften, sind total neugierig, wollen wissen, hä, ist sie schwanger, was ist da los? Wir orientieren uns an Menschen, die wir toll finden. Weil sie toll singen können, weil sie gut aussehen, weil sie erfolgreich sind oder weil sie Probleme haben, weil sie autistisch sind, weil sie Tourette-Syndrom haben. Wir überlegen uns, wie wäre es, wenn ich der, die bin. Und die andere Realität, das, was ich in der Praxis immer wieder mit Jugendlichen, mit Erwachsenen habe, ist, wie sehr haben wir Selbstzweifel? Denken dauernd, ich kann das nicht, ich bin klein, ich bin zu dick, ich habe zu viel Pickel im Gesicht, ich habe schlechte Noten, ich schaffe das nicht. Das heißt, was ist eigentlich in deinem Kopf los? Was denkt es da so den ganzen Tag? Hast du schon mal innegehalten und überlegt, was denkt es da in dir? Spürst du, wie viel du negativ über dich selber denkst oder auch sprichst? Wie viele Menschen sagen, ich bin total dumm, weil ich eine schlechte Note habe? Oh, ich bin voll blöd, weil ich was verloren habe? Wir denken und ganz oft reden wir auch schlecht über uns. Über Menschen, die wir toll finden, ob es jetzt Ariana Grande oder Schauspieler sind oder sonstige Menschen, da schauen wir auf. Was würde passieren, wenn du mal an dir aufschaust und sagst, boah, ich bin total cool. Das eine ist, dass wir zum Teil uns auslachen und denken, ja super, die hat ja gut reden, aber die sollte mal meine Nase, meine Hüfte, meine Schulnoten sehen, die sollte mal meinen Job sehen, die sollte mal sehen, wie mein Chef über mich denkt, dass ich es nicht schaffe, im Team erfolgreich zu sein. Und ich wollte jetzt dir mal mit zwei Stühlen, ich mache Ausstellungen, das ist eine Technik, die ich auch nach 25 Jahren immer noch total toll finde, weil man ein Gefühl dafür bekommt, was ist denn eigentlich da drinnen los in mir und wenn ich das sichtbar mache, was passiert da mit mir? Das heißt, ich nehme einen Stuhl und der steht jetzt quasi für mich. Und wenn ich den jetzt mal irgendwo hinstelle und aus dem Bauchgefühl heraus das hier hinstelle, und was uns so stresst, sind die Selbstzweifel, dass wir so schlecht über uns denken. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wo stelle ich eigentlich die Selbstzweifel hin, dass ich mich hasse, dass ich mich blöd finde, dass ich mich dick finde, dann stelle ich das jetzt mir mal so quasi gefühlt ins Genick. Weil wie oft denken wir auch so Sätze wie, ich sollte toller sein, schöner sein, erfolgreicher sein, souveräner sein, ich sollte beliebter sein, ich sollte belesener sein. Alles diese Sätze machen uns schwach und klein. Und wenn ich mich jetzt mal auf meinen Stuhl setze, wie fühlt sich dann das an, wenn ich mich mal mit meinen Selbstzweifeln beschäftige, wenn ich mich mal darauf einlasse, was es da alles so in mir denkt? Und dann merke ich eigentlich, dass meine Körpersprache, dass ich so einsinke und innerlich das Gefühl habe, je mehr ich das denke, je kleiner werde ich, je schlechter fühle ich mich dabei. Und wenn ich dann aufstehe und da runtergehe und mich mal auf den Stuhl der Selbstzweifel, dann merke ich so, da muss ich eigentlich, ich weiß gar nicht, kann man auf den Stuhl stehen? Die Selbstzweifel sind riesengroß, boah, und die haben so, boah, du kriegst es nicht hin. Leider ist ja, dass in unserem Bildungssystem, ob das zum Teil an der Uni ist, ob das bei den Chefs ist, ob es in der Schule die Lehrer sind. Wir leben in Strukturen, wo wir ganz oft klein gemacht werden, schlecht gemacht werden. Immer wieder werden uns unsere Fehler gezeigt, damit wir uns verbessern. Aber was passiert, wenn du respektierst, dass du mit Sicherheit Schwächen hast? Das hat jeder Mensch, das ist einfach normal. Aber für dich schaust, welche Stärken habe ich denn? Und was passiert, wenn ich mich einerseits mal meinen Zweifeln zuwende und mal anzweifle, ob das überhaupt Sinn macht, mich immer so zu kritisieren? Und dann merke ich, dass ich das schon ein bisschen weiter wegschieben muss. Und wenn ich mich dann auf meinen Stuhl setze, wenn ich mir überlege, macht das eigentlich Sinn, dass ich mich immer klein und schlecht mache, dass ich denke, nur wenn ich denke, ich bin dick, dann mache ich Sport. Nur wenn ich denke, ich bin dumm, dann lerne ich mehr. Nur wenn ich denke, ich müsste souveräner sein, kann ich besser reden, wenn ich vor anderen Menschen sprechen muss.
Die Pädagogik ist veraltet, die ist total veraltet. In der Pferdeszene ist Druckmachen schon lange in der Diskussion, dass das wenig Sinn macht, sondern dass positive Verstärkung, sich selbst loben, sich motivieren, erfolgreiche Menschen, ist völlig wurscht, ob sie Sportler sind oder in welcher Szene auch immer, geht es um Motivation, um Lob, um das Beste aus sich herauszuholen. Dann wächst man, dann wird man stärker. Und jetzt kann ich mich da schon nicht mehr draufstellen, jetzt muss ich mich schon hier hinsetzen und merke so, ja, aber die Zweifel haben gedacht, sie müssen irgendwie hier mal Negativstimmung machen, sonst wird man ja nicht gesehen. Ganz oft denken wir oder haben wir gesagt bekommen, wenn man nicht aufräumt, ob es das Zimmer ist oder am Schreibtisch, dann ist man unordentlich, dann entgleist alles. Also wo ist die Kraft, dass du für dich beschließt, ich möchte Selbstbewusstsein haben. Ich möchte selbstbewusst über mich denken, ich möchte das verwandeln. Das heißt, dass du dich hinstellst und dir überlegst, wer bin ich? Und hast du schon mal eine Liste gemacht, was du alles für Vorteile hast, wo du alles toll bist? Und kannst du mal die Menschen, die in deinem Umfeld sind, fragen, was magst du an mir? Was glaubst du oder was siehst du für Stärken in mir? Und es ist völlig wurscht, ob es der Partner ist, ob es Freundinnen, Freunde sind, ob es Menschen sind, die tatsächlich unser Chef sind oder von Menschen, wo ich das Gefühl habe, die sind ehrlich und denen kann ich vertrauen, dass die wirklich was Gutes über mich sagen, was sie auch so meinen. Und dann schreib das mal auf und mach mal einen Zettel und schreib das mal da drauf, dass du mal ein Gefühl dafür bist, wie sehen dich andere, was siehst du, was sind deine Stärken und wie kannst du das verändern, dass aus den Zweifeln in dir eine Kraft wird, die du hinter dich oder seitlich neben dich stellen kannst, wo du spürst, dass du über dich hinaus wächst und dass du spürst, völlig wurscht, wenn es ein Baby von Ariana Grande geben wird, wie wird sie mit ihrem Kind umgehen? Was wird sie anders machen wie eine quasi ganz normale Mutter aus dem Dorf? Wo wird sie von vornherein Themen, Dinge, Potenzial sehen? Wo werden Menschen, die erfolgreich sind, ihre Kinder bereits fördern? Einfach weil sie denken, schauen wir mal, was sich daraus entwickelt, wenn es gut läuft. Und wo haben andere immer das Gefühl, bloß nicht auffallen sei der Durchschnitt? Wo kannst du deine Stärken immer, immer weiter sehen und sie entfalten? Wo glaubst du an dich, dass andere auch an dich glauben können und dass du spürst, ich finde, es gibt einen ganz, ganz schönen Satz, du bist mehr, als sie dir gesagt haben. Du bist mehr, als sie dir gesagt haben. Ganz oft ist es so, dass wir eben von Menschen hören, wer du nicht bist. Aber leider ist es unserer Gesellschaft noch nicht üblich, dass das ausgesprochen wird, was wir toll finden, was wir sehen. Fang du für dich damit an, dass du spürst, das alles, was du auf deinem Zettel zu Hause geschrieben hast, was du an der Pinnwand hast, was du vielleicht für einen Zettel im Geldbeutel hast, dass du dich immer mal wieder dran erinnerst, wer alles bist du? Wie kannst du an dich glauben, dass du über dich hinaus wächst? Das wünsche ich dir. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal, kommentiere. Ich wünsche dir alles Gute.